Servus zusammen, herzlich willkommen zurück im Mittelalter. Wir befinden uns im Jahre 20, mitten im Sommer, extrem heiß, bei einer leichten Brise. Situation ist wie folgt. Kleinere Probleme hatten wir im Frühling mit Ernteeinbußen aufgrund mangelnder Frostresistenz der Dinge, die ich angebaut habe. Daraufhin habe ich die Fruchtfolge noch mal ein bisschen geändert. Nahrung ist mir gerade so ein bisschen eingebrochen, aber ich mache mir da jetzt ehrlich gesagt nicht allzu viele Gedanken, denn so langsam aber sicher müssten hier auch die nächsten Ernten durchlaufen. Hier ist einmal Kohl am Start. Ja, das hier habe ich nochmal abgeändert. Da ist mir irgendwas anderes, ist mir einfach verreckt, weil ich nicht darauf geachtet habe, dass ich im Frühjahr eben frostresistente Dinge anbaue. Hier wird nochmal ein bisschen durchgeackert. Dann schauen wir uns mal die anderen Felder noch an. Felder ist auch so ein Ding, das werde ich auch zeitnah, möchte ich das nochmal ein bisschen weiter ausbauen. Hier habe ich auch nochmal Kohl am Laufen. Und hier Weizen, ich weiß gar nicht mehr warum. Es hatte irgendeinen Grund, aber ich habe ihn vergessen. Gut, Brauerei, eine der Baustellen, die wir aktuell haben. Einfach weil, naja, wir sind ja in Bayern, ne? Deswegen muss hier langsam mal Bier gebraut werden. Ich denke, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Was war denn sonst noch? Hier drüben hatte ich noch... Ach, hier hatte ich echt die Gießerei, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Habe ich das echt schon... Okay, ich dachte, ich hätte das noch gar nicht in Auftrag gegeben. Okay, gut, dann haben wir hier drüben also die Gießerei. Hier ist noch eine Fischerhütte, da ist noch eine Fischerhütte. Die haben auch alle Zugang zu den Vorkommen. Okay, dann würde ich, glaube ich, einen Schritt direkt schon mal weitergehen hier bei den Ressourcen. Wenn wir jetzt schon die Gießerei in Auftrag gegeben haben... Dann können wir auch eigentlich direkt eins weitergehen und zur Schmiede gehen. Der Händler war da und der hatte eben tatsächlich schwere Werkzeuge am Start zum Verkauf. War nicht ganz günstig, aber ich meine, die Dinger brauchen wir, um einmal die Sache in Gang zu bekommen. Und sobald wir die Schmiede haben, können wir eben die Werkzeuge auch selber herstellen. Er zeigt mir jetzt zwar hier an, dass keine schweren Werkzeuge verfügbar seien, aber vielleicht sind die noch gar nicht transportiert worden. Weil das war also quasi erst kurz bevor die Aufnahme begonnen hat, wurden die Werkzeuge mir angeboten. Sollen wir sie einfach hier direkt nebendran stellen? Ich würde schon sagen, dass wir das auf jeden Fall beisammen lassen. Ich denke nicht, dass ich die Ortschaft in diese Richtung noch groß erweitern werde. Vermute ich zumindest mal. Aber wir stellen es mal hier vielleicht gegenüber direkt ans Ufer hin. Ich muss jetzt nur gerne mal schauen, wie ist die Ausrichtung. So, funktioniert das? Sieht ganz gut aus, oder? Ja, okay. Baustelle steht. Okay. Ja, dann, das wird jetzt erstmal wieder alles eine ganze Weile dauern. Aber ich denke, damit ist jetzt schon eine ganze Menge geschafft. Da fehlen uns noch die Eisenbarren. Okay, das haben wir jetzt gerade quasi in Gang gebracht. Zumindest mal die Grundlagen gelegt. Händler sind natürlich schon wieder weg. Wo sehe ich denn jetzt, wo ist denn das Werkzeug gelandet? Ich habe auf jeden Fall, ach hier steht es ja, Inventar. Muss ich das eigentlich, Moment, ach das muss ich noch. Nee, das ist ja schon im Gesamtlager gelandet, ne? Hier, 4 Stück Gesamtlager, sollte also passen. Also ich denke, das geht schon klar mit dem schweren Werkzeug. Okay, dann kann man das glaube ich erstmal so laufen lassen. Ah, wie geht's denn der Scheune und dem Viehbestand? Wir haben jetzt schon Bestand 11 von 12. Ist auch die Frage, ob man langsam nicht mal sogar über eine zweite Scheune nachdenken könnte. Und das mit der Fruchtbarkeit, also das hat schon funktioniert, ne? Wenn man sich das hier mal ansieht. Die Fruchtbarkeit ist hier deutlich gestiegen in diesem ganzen Bereich. Ach du Scheiße, ja, okay, das war ja so klar, dass es jetzt passieren muss. Die Plünderer greifen schon wieder an. Naja, okay, gut, dann läuten wir mal die Glocke, würde ich sagen. Was war denn sonst noch? Irgendwo hatte ich, glaube ich, noch ein... Ah, so ein Arbeitercamp hatte ich auch noch angefangen zu bauen, oder? Oder beziehungsweise... Ah, das ist schon fertig. Okay. Dann aktivieren wir hier auch nochmal einen weiteren Platz und setzen mal den Arbeitsbereich. Ja, das mit dem Stein wird tatsächlich ein bisschen problematisch langsam. Also, da geht schon noch was, aber ist halt, wie viele Leute auch bemerkt haben, das ist tatsächlich so eine kritische Ressource. Irgendwann ist der halt aufgebraucht und dann geht es halt nur noch über den Händler. Deswegen auch, habe ich ja neulich schon angemerkt... Wäre es halt echt kein... Aber wir lassen die direkt hier abgrasen, weil hier ist ein schönes großes Steinvorkommen. Deswegen wäre es eben tatsächlich, also mittel- oder vielleicht langfristig, schauen wir mal, eine ganz gute Maßnahme. Ach du Scheiße. Die haben geplündert, oder? Diesmal haben sie es geschafft. Ja, eine ganz gute Maßnahme, einfach nochmal neu zu starten. Und eben auf dieser Karte, die ich schon mal angesprochen hatte, wie hieß die noch? Idyllisches Tal oder so ähnlich.
Ja, hier sind sie auch wieder durch. Verdammt. Und ich glaube, jetzt haben sie auch echt was erwischt. Hier wieder aufbauen. Wieder aufbauen. Die halten auch nicht lange durch hier scheinbar, ne? Die Palisadentore. Und die verziehen sich jetzt wieder über den Berg. Ach, ist das ärgerlich. Also ich gehe mal davon aus, dass jetzt doch einiges geplündert wurde, weil die waren definitiv hier am Lagerhaus dran. Verdammtes Pack. Na gut, zumindest ist der Angriff schon wieder passé, wie mir scheint. Und dann sind ja wohl auch hoffentlich einige gefallen, wenn das hier noch alles ist, was übrig ist. Was haben wir denn hier? Moment mal. Die Wagenwerkstatt. Da arbeitet niemand. Na gut, wir sollten ja gleich eine Zusammenfassung bekommen. Raubtierangriff. Was haben wir da schon wieder? Eine Wildsau. Ja, okay, gut. Das ist natürlich der Bereich hier draußen. Ist halt auch einigermaßen ungeschützt, könnte man sagen. Aber das lässt sich jetzt auch erstmal nicht wirklich ändern. Wildsau wurde platt gemacht. Tatsächlich, hier von dem Wachturm. Okay, cool. Wo war ich eigentlich stehen geblieben, bevor die Plünderer kamen? Hier wollte ich nochmal reinschauen. Ja, muss man auf jeden Fall drüber nachdenken. Vielleicht nochmal eine weitere Weide. Beziehungsweise nochmal eine Scheune bauen. Aber ich würde, glaube ich, eher... Ja, so als eher die Grundlage noch ein bisschen weiter ausbauen. Also tatsächlich Ackerbau noch mal ein bisschen. Bisschen ausweiten. Einfach schon auch allein aus dem Grund, weil das hier auch die Nahrung für die Tiere produzieren muss für den Winter. Dorf würde geplündert. So, schauen wir mal. 28 Plünderer, 6 getötet. Ein Dorfbewohner ist gefallen. 2 zerstörte Gebäude. Also das heißt, die kamen wirklich über den Berg. Und haben die beiden Tore hier eingerissen. 10 Goldbarren, 25 Teufel. Oh, die haben schon einiges mitgenommen. 680 Pfeile haben sie sich gegönnt. Ja, na, stark. Okay, gut. Wir brauchen einfach mehr Soldaten, glaube ich, oder? Weil hier haben wir zum Beispiel einen Turm stehen. Hier ist alles mit Palisade abgedichtet. Aber die Tore waren jetzt also wirklich kein Hindernis. Was ist denn hier eigentlich noch? Ach, das ist die Eisenmine. Okay. Fäulnis bei den Feldfrüchten. Verdammt. Auch nicht gut. Gerade jetzt, wo die Nahrungsmittel so einigermaßen knapp sind. Steckrüben-Blattfleckenkrankheit. Geht hier wenigstens was? Ja, das ist ja sowieso schon wieder hier eine Düngung, ne? Glaube ich. Das müsste doch... Das ist, glaube ich, Klee. Ja, genau. Also nichts zu futtern. Aber hier wird nochmal eine Kohlernte eingefahren. Mit ordentlich Ertrag. Ne, Moment. Hier sind wir. Ja, das passt aber auch. 848 von Maximum 1037. Das ist schon ganz gut. Wir könnten mal schauen, dass wir hier den Boden noch ein bisschen... Okay, aber dafür ist jetzt zu spät. Oder ich muss für die jeweilige Frucht jeweils den Boden einstellen. Ne? Dann schauen wir vielleicht, dass wir das schon mal fürs nächste Jahr für den Lauch ein bisschen weiter in den grünen Bereich bekommen. Ja, aber hier passt das ja eh schon, ne? Wenn wir es so lassen, Zielbodenbonus, müsste funktionieren. Na, jetzt hoffe ich mal, dass die Ernten noch einigermaßen was bringen hier. Aber ich kann eigentlich, sollte ich schon mal ein weiteres Feld in Auftrag geben, ne? Und das werden wir für nächstes Jahr, also für übernächstes Jahr, werden wir das auch direkt wieder anpassen. Weizen, weil dafür brauchen wir ja definitiv erstmal eine Mühle. Kann das sein? Ah, die Brauerei ist fertig. Okay. Ja, würde ich erstmal bei 2 Arbeitern belassen. Wie sieht es denn überhaupt aus mit... Oh, okay, nicht gut. Ja, tatsächlich jetzt mal alles aufgebraucht, mehr oder weniger. Okay, dann eins nach dem anderen. Dann machen wir jetzt... Das haben wir in Auftrag gegeben hier drüben. Die Gießerei. Ziegelei. Gut, das dauert ja alles eine ganze Weile. Wir geben mal noch eine Hütte in Auftrag. Wir brauchen auf jeden Fall, auch wenn es jetzt mit der Nahrung ein bisschen knapp ist, aber okay, hat sich auch wieder, zumindest mal wieder auf 4 hochgegangen, mehr Wohnraum. Eine weitere Hütte oder vielleicht stellen wir gleich 2 weitere Hütten hin. Sollen wir das vielleicht noch ein bisschen, naja, wobei, nee, das lasse ich jetzt mal so. Ich lasse diesen Bereich vielleicht mal, Moment, diesen Bereich vielleicht mal noch so ein bisschen frei für irgendwie eventuell nochmal ein öffentliches Gebäude oder Dekokram, einfach um hier die Attraktivität bei Bedarf nochmal ein bisschen zu erhöhen. Hier bauen wir mal noch die Straße fertig.
Und dann würde ich es, glaube ich, so machen. Moment, Moment, Moment. Das hier würde ich gerne. Moment. Shit. Wie war das nochmal? Das würde ich gerne. Ah, Entschuldigung. So, jetzt genau. Das würde ich gerne wieder abreißen hier. Gebäuderückbau. Und dann die Straße nochmal ein bisschen umverlegen. Und zwar einmal so. Und einmal so. Der lässt mich hier nicht durch. Wo ist da das Problem? Hier möchte ich durch, auf dieser Linie. So. Da ist irgendwas im Weg. Verdammt. Was ist da im Weg? Moment. Wir kriegen es noch hin. Noch in dieser Folge. Keine Sorge. So. Hier wollte ich durch. Ah, okay, so. Da war, glaube ich, einfach die Straßenbaustelle im Weg. Ziehen wir uns hier mal hinter. Und dann ziehen wir uns hier noch ein Stückchen Straße rein. Dann kriegen wir in dem Bereich nämlich jeweils zwei Hütten nebeneinander gepflanzt. Und damit beginnen wir jetzt mal. So, Straßenzugang auf der Seite. Hier eine Hütte, da eine Hütte, genau. Und dann können wir hier einfach so kleine Viererblöcke vielleicht machen. Und das in diese Richtung das Dorf einfach noch erweitern. Und langfristig halt um diesen Markt herum planen, würde ich mal sagen. Okay. Ja, gut, jetzt haben wir einen kleinen Engpass hier bei den Stämmen. Das ist natürlich auch nicht so gut. Wo haben wir denn hier den Sammelbereich? Den werden wir hier nochmal direkt an das Arbeitercamp verlegen. Auch wenn die jetzt keine Steine sammeln, aber die sollen in erster Linie hier mal Bäume fällen. Und vielleicht ändern wir hier sogar mal das Verhältnis. Das ist keine so schlechte Idee. Wintereinbruch steht auch schon wieder kurz bevor. Regnerische Angelegenheit. Ah, durch den Winter kommen wir so schon. Und natürlich, was auch dringend dann mal passieren muss, neben tausend anderen guten Sachen. Wo war das denn nochmal? Ist das bei der Nahrungsproduktion? Ich glaube, es ist eher genau hier so eine Konservierungsstätte, hätte ich auch sehr, sehr gerne. Das ist, glaube ich, schon eine gute Sache. Und Käserei wäre natürlich auch ein Schmankerl. Ja, aber also dazu brauchen wir halt auch erstmal in erster Linie mehr Arbeitskraft, ganz klar. Deswegen die Hütten, da setzt man vielleicht zumindest mal eine auf Priorität, oder? Oder gleich alle beide. Sonst kommen wir mit dem anderen Kram ja auch nicht voran hier drüben. Ja, sobald die Gießerei fertiggestellt ist, braucht die Arbeitskraft. Sobald dann irgendwann die Schmiede mal fertig ist, braucht die Arbeitskraft. Ne? Also das. Wir müssen expandieren. Aber schön, dass die Brauerei jetzt mal läuft. Haben wir hier schon? Okay, naja, 40 Einheiten Biere sind bereits im Lager. Im letzten Jahr haben sie tatsächlich auch. Im letzten Jahr, wirklich? Das würde mich wundern. Das kann nicht ganz stimmen. Honig. Ach, deswegen hatte ich Getreide angebaut. Jetzt, natürlich. Okay, macht Sinn. Ja, dann lassen wir denn das Getreide schon auch weiterlaufen. Ansonsten brauchen sie noch Brennholz. Wie sieht es denn da eigentlich aus? 124. Und der Winter steht kurz bevor. Das könnte tatsächlich eng werden, Leute. Dabei habe ich genügend von den Spaltereien. Aber halt so ein paar Engstämme bei den Stämmen. Da sind wir falsch. Sägegrube. Aber die können wir mal ein bisschen zurückfahren, ne? Bretter haben wir wirklich mehr als genug. Dann nehmen wir mal zwei Arbeitskräfte raus. Brennholzspaltplatz, da hauen wir mal einen rein. Hier haben wir schon Maximum. Und ich meine, es gibt noch einen dritten. Hier drüben, genau. Okay. Ja, hoffe ich mal, dass wir so durchkommen. Durch den Winter. Schauen wir uns nochmal die anderen Camps an. Beziehungsweise die Arbeitsbereiche. Okay, das ist eh hier drüben direkt. Gut, da habe ich auch gesagt, schaut mal ein bisschen vermehrt nach den Felsen. Schade, dass man sich hier nicht so durchschalten kann, ne? Also durch die ganzen Arbeitercamps. Das geht nicht, ne? Das wäre noch ein nettes Feature, finde ich. Also irgendein Button, gehe zum nächsten Arbeitercamp und so weiter. Aber sie leuchten zumindest auf, wenn man eins angeklickt hat. Das passt soweit. Wie sieht es denn hier drüben aus? Da ist der Arbeitsbereich ziemlich weit weg. Hatte ich verlegt, weil hier drüben halt auch noch Felsen waren. Aber die sind ja mittlerweile auch schon weg. Naja, wobei hier liegt noch ein bisschen was rum. Ich packe den Arbeitsbereich mal hier drüben hin.
damit die sich vielleicht eher so ein bisschen auf die Bäume konzentrieren und dann halt nicht so weite Wege haben. Und was ich auch noch machen wollte, ich wollte denen auch noch hier einen Weg spendieren. Kommen wir hier irgendwie durch? Ah, da sind die Obstbäume im Weg. So. Dann docken wir sie hier an, oder? Genau, und die Hauptstraße, die wird nicht ausgebaut hier, ne? Das hatte ich doch auch eigentlich schon einen Auftrag gegeben hier, dachte ich. Stein, 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 32. Ist natürlich auch nicht gerade die Welt, aber irgendwie geht da auch nichts voran. Ja, okay. Der findet nichts mehr. Jägerhütte. Ja, müsste aber eigentlich schon was finden. Da sehe ich ja schon Wildschweinsymbol plus Rehwild. Und wenn wir den so legen, dann müsste er sogar... Ah, hier ist Rehwild, hier ist eine Sichtung, da ist Wildschwein. Wenn wir den so platzieren, dann müsste doch an alle drei... Ja, hier ist ja nochmal Rehwild. Also wenn er hier nichts findet, Entschuldigung, dann kann ich ihm auch nicht helfen. Na schön, Wintereinbruch. Hoffen wir, dass wir durchkommen. Oh, das ist ja jetzt schon massiv runtergegangen. Könnte aber natürlich darin liegen, dass sich die Leute jetzt vielleicht Brennholz in die Hütten geholt haben. Ne? Also die haben auf jeden Fall Brennholz im Lager. Die haben alle was. Ich weiß halt nicht, wie lange ihnen das reicht, aber sie scheinen alle ausgerüstet zu sein. Fleisch haben sie. Wasser, Seife, Töpferware, Kräuter. Naja, die sind schon alle einigermaßen ausgestattet hier, die Leute. Ne? Das sind auch alles mittlerweile Häuser. Bin natürlich hier draußen noch nicht. Aber innerhalb der Stadtmauern, würde ich sagen, überwiegend Häuser. Was wäre denn eigentlich die Bedingung für die nächste Stufe dann? Kerzen müssen wir dann bauen, also herstellen lassen. Und drei Nahrungsarten insgesamt. Mhm. Naja, wird ja auch machbar sein, hoffe ich mal. So, da gab es die nächste Attacke. Ist aber schon tot. War, glaube ich, auch... Ach, das ist der mit dem Wolf tanzt, nicht wahr? Hier drüben ist ja irgendwo der Wolfsbau. Sieht man den eigentlich? Ah ja, also ist schon irgendwie so ein kleines, nettes 3D-Modell hier. Da ist irgendwo der Bau. Sieht man da irgendwas? Ups. Na, da wohnen sie auf jeden Fall, die Wölfe. Ja, schon schön detailliert gemacht. Ne? Immer wieder, wenn man mal ein bisschen näher dran zoomt, auch hier so dieser Baumstumpf mit dem Pilz hier dran. Das ist schon cool. Ja, Nahrungsvorräte, ich weiß. Hier ist zumindest schon mal kein Symbol, dass die nicht genügend Nahrung haben, auch wenn hier nicht mehr viel drin ist. Aber die, also denen geht es auf jeden Fall gut. Die sind gesund. Ja, ist die Frage, kann man sich's dann schon erlauben, noch eine weitere Scheune zu bauen? Oder sollen wir erst noch... Ich würde tatsächlich dazu tendieren, den Ackerbau noch ein bisschen auszuweiten. Und bevor wir noch eine weitere Scheune bauen, vielleicht tatsächlich auch schon, dass wir die Käserei bekommen. Damit die Milch mal weiterverarbeitet werden kann. So viel Milch kann ja keiner trinken, was wir hier produzieren. Was machen wir als nächstes? Lass mal vielleicht ein bisschen schneller laufen für einen ganz kleinen Moment, dass wir mal ins nächste Jahr kommen. Ja, und dann planen wir den nächsten Acker. Würde ich, glaube ich, auch hier drüben machen, oder? Wie war das denn nochmal mit der Fruchtbarkeit hier drüben? Das ist Gewässer, Fruchtbarkeit war... F, wie Fruchtbarkeit, macht Sinn. Ja, also entweder hier in dem Bereich nochmal ein bisschen erweitern... Oder aber eben hier drüben, weil da haben wir ja wahnsinnig viel fruchtbaren Boden. Wenn so wirklich dunkelgrün wird es halt hier drüben nochmal. Also das ist natürlich eine ausgezeichnete Stelle. Na, ich würde, glaube ich, tatsächlich dazu tendieren, dass wir hier drüben nochmal ein weiteres Feld mit andocken. Und das erscheint mir hier drüben schon noch alles ganz gut zu sein. Wie ist das eigentlich, wenn ich hier den Bauauftrag für ein neues Feld setze? Wenn die Steine hier wegkloppen? Gilt also, wandern die trotzdem dann hoffentlich doch in mein Inventar? Ich hoffe es doch stark. Baumenü. Ich werde tatsächlich hier nochmal einen Acker zuweisen.
Und den vielleicht dann tatsächlich noch mal ein bisschen um eins vergrößern. Ich lasse den Zaun jetzt trotzdem hier stehen. Machen wir es mal so. Bisschen größer vielleicht. 8x6. 7x6. So machen wir es. Okay. Das wäre erledigt. Wie sieht es bei den restlichen Baustellen aus? Also hier geht auch irgendwie gar nichts voran, ne? Es fehlen immer noch die schweren Werkzeuge. Was ist denn mit den schweren Werkzeugen passiert? Sind die irgendwo anderweitig verbraucht worden? Ich verstehe es nicht. Nutzbare Gegenstände werden hier nicht angezeigt. Moment, wir gehen mal ins Gesamtinventar. Das ist ja hier, ne? Das müsste ja das komplette Inventar sein, theoretisch. Da taucht das nicht auf. Was zum Geier ist mit dem schweren Werkzeug passiert? Ich meine, oder ist das echt irgendwo anders gelandet, wo ich es nicht sehen kann? Weil hier hat man das doch gesehen. Vorhin erst. Unter diesem Symbol, wo ist es hier? Schweres Werkzeug. Und hier steht mein Inventar 4 Stück. Inventar des Handelspostens. Okay, also irgendwas stimmt doch da nicht. Ah, habe ich das echt übersehen vorhin? So, jetzt. Ah, ich narre. Okay. Und da haben wir auch noch Baumstämme. Ich würde das auch mal verlagern. Moment mal. Ah, okay, ich muss den Schieberegler hier einfach. Okay, alles klar. So. Und was hatte ich noch gekauft? Was haben wir denn sonst noch hier im Inventar? Hatte ich nicht auch vorsichtshalber noch ein paar Steine gekauft? Nein, offensichtlich nicht. Stein. Doch, Moment. Genau, weil die würde ich auf gar keinen Fall verkaufen. Das wandert auch mal hier ins Gesamtlager. So, okay, gut. Jetzt sollte das vorangehen. Und der nächste Händler ist eh schon wieder eingetroffen. Dann schauen wir doch gleich mal nach, ob wir dem irgendwas verkaufen können. Nahrung würde ich tatsächlich nicht. Eisenerz könnten wir ihm eigentlich schon was verkaufen. Gesamtbestand 791. Ein bisschen was könnten wir ihm schon anbieten, ne? Wir verlagern vielleicht mal so ungefähr 100 Einheiten hier in den Handelsposten. 101. Ansonsten, ja, von diesen bisschen hochwertigeren Sachen, wir haben halt einfach keinen Überschuss. Das wird halt sofort verbraucht. Da müssten wir die Produktion erstmal hochfahren. Aber ansonsten sehe ich jetzt auch nicht, was wir ihm verkaufen könnten. Ich meine, wir sind okay aufgestellt, geldmäßig. Hier haben wir 1849, im Handelsposten schlummern 518. Ist nicht die Welt, aber damit kann ich schon leben. Was hat er denn im Angebot, der gute Mann? Geräucherten Fisch hat er dabei. Werkzeuge werden wir demnächst selber produzieren. Eisen. Okay, werden wir auch demnächst selber produzieren. Was ruft er denn für Preise auf? Wollen wir mal 20 Stück kaufen, dann können wir zumindest schon mal diese Schatzkammer bauen. Wenn wir ihm jetzt hier 20 Stück abkaufen. Ja, das ist schon bezahlbar. Das können wir uns gönnen, oder? 300, das machen wir jetzt mal. Schwere Werkzeuge haben sie jede Menge dabei, brauchen wir aber nicht. Schilder. Zumindest mal ein paar Schilder kaufen, aber die sind teuer, ne, oder? Da kostet eins schon 110. Ah, es ist verlockend, aber ich lasse erstmal die Finger davon. Was kosten denn so Kettenhemden? 291, ja. Okay. Dann haben wir noch einen zweiten hier. Haben wir hier irgendwas Sinnvolles, was wir kaufen könnten? Rindviecher brauchen wir nicht mehr. Die produzieren wir quasi selbst. Hätte man denn hier Talg produzieren wir auch selbst? Können wir ihm irgendwas andrehen? Ja, naja, so ein bisschen Töpferware könnten wir ihm. Er kauft die Ware. Da verlagern wir ein bisschen was. Okay, wir haben eh schon 14 Einheiten im Handelsposten. Machen wir vielleicht mal so, dass wir im Gesamtlager noch 50 übrig lassen, ungefähr. So. Und damit kann man zumindest mal ein bisschen Geld machen. Ton wird nicht verkauft. Felle auch ungern, ehrlich gesagt. Bisschen Talg könnten wir eigentlich auch, oder? Ja, haben wir eh schon im Handelsposten. Kauft aber eh nicht, oder? Moment. Talg. Kauft die Ware nicht. Okay, schau mal. Wurde das jetzt schon verlagert? Das geht ja immer relativ zügig.
Verkaufen würde ich es gerne. Moment, wo war das? Händler kauft diese Ware. So, jetzt hier Gegenstände verkaufen. Okay, das sind jetzt erstmal nur die 14 Stück, aber das ist ja nicht so schlecht. Bis jetzt 224 Euro, hätte ich was gesagt. Wie auch immer die Währung damals gewesen sein mag. Taler vielleicht, ich weiß es nicht. Ach so, Gold natürlich, Gold. Was hat man noch? Okay, das wird noch transportiert. Gegenstand wird verlagert, gelagert. Naja, gut, okay. Ich denke, das passt schon fürs Erste. Jetzt ist er eh schon wieder weg. Und das war's schon wieder. Okay. Noch bevor ich die Ware verlagern konnte. Was ist mit ihm? Der andere wird es aber auch kaufen. Also vielleicht schaffen wir das noch in der Kürze der Zeit. Da steht doch hier auch irgendwo drin. Abreise in 25 Tagen. Okay. Der Herr Plains Rider. Das kriegen die hoffentlich noch hin. Da ist gerade jemand reingelaufen. Na gut. Warten wir mal noch einen Moment. Okay. Ah, schon wieder. Warum? Was ist denn hier verreckt? Was hatte ich hier im Anbau? Ah, das war dann... wird das hier noch gewesen sein, oder? Kann das sein? Na, ja, wobei, die haben aber Frosttoleranz. Ah, das wird es gewesen sein. Flachs hatte ich hier. Okay, Flachs im Frühjahr ist dann wahrscheinlich auch keine so gute Idee. Hat aber eine gute Hitzetoleranz. Schaut es mit den Karotten aus. Die haben eine gute... Okay, die müsste ich eigentlich tauschen, ne? Was ist jetzt los? Achso. Okay, zwischenspeichern. Gut, dann tauschen wir die einfach. Aber wir lassen es jetzt natürlich noch durchlaufen. Aber wenn man die tauscht, dann glaube ich, ist man gut aufgestellt. Dann passt das mit den Toleranzen nämlich zusammen. Okay. Da haben wieder ein paar ihren Schulabschluss gemacht. Die Hütten sollten fertig sein. Alle beide? Mhm. Sehr gut. Ja, verdorbene Nahrung. So. Jetzt müsste doch hier langsam hoffentlich mal ein bisschen was vorangegangen sein. Was macht denn die Arbeitskraft eigentlich? Ich ahne Schreckliches. Okay, es hat sich aber auch wieder ein bisschen entspannt. Dann können wir hier wieder einen Wagner dazu nehmen. Und nochmal einen Bauhandwerker einstellen. Bier wird fleißig gebraut. Hier hat sich noch nichts getan, oder? Auf der Baustelle. Noch nicht mal irgendwas antransportiert worden. Angeliefert worden. Wir setzen jetzt hier mal die Priorität drauf. 9 Menschen, kriegen wir die unter? Nein. Wir lassen sie trotzdem rein. Haben wir ein paar Obdachlose, bauen direkt noch eine weitere Hütte hin. Ja, das ist gut. Das ist gut. Wir brauchen aber die Arbeitskraft. Ich hoffe, wir kriegen die immer noch versorgt. Im aktuellen Zustand, aber wir brauchen deren Arbeitskraft. Und natürlich freuen wir uns auch grundsätzlich über weitere Bürger, aber in erster Linie geht es einfach nur eiskalt um die Arbeitskraft. So. Okay. Na gut. Ich meine, irgendwann muss man halt drüber nachdenken, quasi nochmal so einen zweiten Verteidigungswall zu bauen. Ist halt die Frage, ob ich mir überhaupt jemals in diesem Spielstand eine Steinmauer leisten kann. Aber eine Steinmauer wäre natürlich schon fein. Hier liegt auch noch Stein rum, haben sie liegen lassen. Ich hoffe, das wird dann noch irgendwann abtransportiert. Na gut, dann sind wir jetzt mittlerweile schon im 21. Jahr angekommen. Ist wieder ein knappes Jahr rum. Deshalb, ich denke, ein guter Zeitpunkt, die Folge zu beenden. Für den Moment soll es das also gewesen sein. Ich verabschiede mich aus dem Jahr 21 hier in unserem gemütlichen mittelalterlichen Dorf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.